Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns in den letzten beiden Videos oder in den letzten drei Videos angesehen, wie man ein Menü auf den Bildschirm bringt und hatten uns beim letzten Mal so erstmal so die Grundlagen oder so das erste Reinschnuppern in den sogenannten Event-Händler angesehen und ein kleines Event programmiert mit den Befehl bind und bind, um das nochmal zu sagen, bindet ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmtes Eingabeereignis mit einem Befehl zusammen und diesen Befehl, den kann ich dann irgendwo schreiben. Das heißt, ich kann das ganz individuell zusammenbinden, was bei einem bestimmten Ereignis dann passiert. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen weiter anschauen und dazu gehen wir gleich mal in unser Programm hinein. So, ich möchte als erstes mir noch eine schöne Ausgabe programmieren und dazu lege ich mir ein Canvas an, also eine Leinwand, auf der ich dann zeichnen kann. Root ist das Hauptfenster, dann setze ich das auf 400 Bildschirmpixel Breite und auf 300 Bildschirmpixel Höhe und fülle das Ganze mit Schwarz. So, und jetzt kann ich da nämlich etwas drauf passieren lassen. Das sieht dann immer schön aus, wenn man dann sofort sieht, aha, das und das ist passiert. Ja, das möchte ich jetzt hier machen. So. Und gerade im Moment hat mir hier meine Ereignisse gelöscht. Gut, okay. So. Dann schreibe ich das nochmal schnell nach. So, ich habe gesehen, ich habe zwischendrin habe ich ein bisschen was ausprobiert und jetzt ist mein Ereignishändler weg, den wir beim letzten Mal geschrieben haben. So, aber jetzt ist er wieder da. Okay, stimmt auch alles so. Als erstes zeige ich euch mal, weil jetzt sowieso das Fenster mal aufmachen wollen, probehalber. So, ihr könnt einen Accelerator angeben. Das ist sozusagen nochmal im Menü das, das Zeichen. Das kann man auch alles über ein Tastaturkürzel machen. Und hier gebe ich dann einfach Alt plus Q an. Und was das bewirkt, das sehen wir gleich ganz optisch. So. Ach je, was habe ich denn da gemacht? So, Fill. Black. Na, das wundert mich jetzt aber hier. Ah, okay. Entschuldigung, Fill macht man bei den Figuren, die man zeichnet. Hier muss ich den Background auf Black setzen. Ah. So. Jetzt macht er mir immer noch nicht das, was ich haben möchte, weil ich die Canvas, die muss ich nämlich noch sichtbar machen. Canvas.pack. Gut. So. Jetzt aber. So. Also, wir haben unsere Canvas, haben wir hier unsere Leinwand. Jetzt zeige ich euch mal, was der Accelerator, die Accelerator-Option gemacht hat. Die hat mir nämlich hier hinten jetzt das Tastaturkürzel mit eingefügt. Da könnte ich natürlich irgendwas reinschreiben, aber sinnvollerweise schreibe ich das rein, mit dem man dann tatsächlich auch den Bildschirm schließen kann. Und so, also den dazu passenden Tastaturkürzel. So, das ist das Erste. Und jetzt packe ich mir hier in mein Edit-Menü, packe ich mir zwei Befehle hinein. Punkt add Command, Klammer auf, Label ist gleich Rechteck,
Komma. Command ist gleich Zeichnen. Zeichnen. Rechteck. Und einen zweiten Befehl. Add. Okay. Command. Und Label ist Kreis. So, ich bringe also zwei geometrische Figuren auf den Bildschirm und hier der Befehl dazu, den werde ich unterzeichnen. Oval einsetzen. So. So, hier oben muss ich jetzt natürlich das Ganze auch noch programmieren. Ich mache das dann gleich für meinen Event-Händler tauglich. Und hier kommt dann auf die Canvas ein Create Rectangle 40,40,80,80 nehme ich mal. Und die Farbe soll grün sein. So, das ist das erste und den zweiten Befehl, zeichne OV. OV steht für Oval. Hier wird es ja ein Kreis sein, weil ich eben tatsächlich... So. Und damit ich das jetzt sehen kann, dass die beiden Befehle sich abwechseln, dass ich die... voneinander unabhängig aufrufen kann und die dann etwas machen, zeichne ich das Oval direkt über das Rechteck oder lasse ich das Oval direkt über das Rechteck zeichnen, wenn ich es zeichne. So. Und dem geben wir die Füllfarbe Rot. Und Return. So. Das ist das Erste, was ich mache. Und jetzt mache ich mir hier noch einen Event-Händler für die beiden Sachen. Nämlich einmal R für Rechteck und dann gebe ich hier einfach ein Zeichne Rechteck und ich mache mir ein Event unter der Taste O für Oval, klar, und ein Zeichne Oval. So. Und wenn ich mich jetzt nicht noch mal wieder vertippt habe, dann müsste das Ganze wunderbar funktionieren. Ich speichere das Ganze ab und so. Und irgendwie bin ich jetzt im falschen Programm gelandet. So. Das sollte natürlich nicht sein. Zeich A. Okay, da habe ich mich verschrieben. So. Zeichne RE. Wo habe ich es denn? Ach, hier. Hier hinten. Da ist mein Fehler drin. So. Gut, also kein Fehler. Schon mal sehr beruhigend. Merkt, es ist aufregend, wenn man so ein bisschen mehr Code eintippen möchte. So, Rechteck kann ich über Edit aufrufen. Kreis, Rechteck, das macht er mir. Und ich müsste dasselbe auch mit den Tasten R und O machen können. Ja, und das ja, ihr kriegt das jetzt natürlich nicht mit, ne? Aber also ich kann das schön hin und her schalten. So, das funktioniert also hervorragend und ihr seht, es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also wenn ihr es jetzt mitprogrammiert habt, was ich euch empfehle, es ist eigentlich ganz, ganz einfach, sich so ein Ereignis zu erschaffen und das an eine Funktion zu binden. Und wie gesagt, also denkt bitte immer daran, wenn ihr das gleichzeitig über das Menü und über eine Tastaturkürzel laufen lasst, dass ihr hier beim ein Event übergebt, aber das als leer definiert, damit,
weder vom Menü noch vom Ereignisbehandler, das dann als Fehler angesehen wird. Gut, so, damit habt ihr jetzt ein bisschen mehr mitbekommen, was man mit einem Ereignisbehandlung machen kann. Eine ganz wichtige Sache, die zeige ich euch das nächste Mal noch, nämlich die Ereignisbehandlung mit der Maus. Und auch dazu werden wir ein bisschen etwas grafisch programmieren. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.